Pommes. Ey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist kein neues Update, leider kein neues Update für GTA Online am Start, wie ich ja eigentlich gedacht hatte, weil ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass Rockstar Games vielleicht schön vor Ostern so ein neues Update raushaut, aber nope. Okay, dafür haben wir auf jeden Fall eine richtig gute Eventwoche bekommen, die definitiv besser ist als die vom letzten Mal. Die letzte Eventwoche war ja ziemlich so durchschnittlich und die ist richtig nice. Es gibt auf jeden Fall einige geile Möglichkeiten, Doppeldollar und Doppelt RP zu verdienen. Dann richtig gute 40% Rabatte, neue Premium-Rennen, ein paar neue Designs und ein paar andere Sachen, die ich auf jeden Fall hier in dem Video ansprechen werde. Alle neuen Inhalte halt im Überblick. Fangen wir erstmal an mit den Rabatten. Was gibt es denn so alles Reduziertes in dieser neuen Eventwoche, in dieser Oster-Eventwoche, Doomsday-DLC-Eventwoche, wie auch immer. Rockstar Games hat es ein bisschen anders genannt. Ich habe euch mal den Link zur News, zum Newswire-Post in die Videobeschreibung getan, da könnt ihr es euch nochmal selber durchlesen. Na jedenfalls gehen wir mal kurz auf die Website Maze Bank Foreclosure. Hier gibt es nämlich schon die ersten Rabatte. Wenn wir mal eben hier nach Basen filtern, ich nehme mal irgendeine Basis, die ich ja nicht gekauft habe, zum Beispiel die hier. Und dann können wir schon sehen, dass Rockstar Games die Basis um 40% reduziert hat. Ihr zahlt 40% weniger, wenn ihr euch eine Basis zulegt, also noch keine Basis gekauft habt. Auf alle Basen gibt es hier 40% Rabatt. Wenn ihr schon eine habt, dann gibt es auch noch Rabatte, nämlich bei den Renovierungen. Zum Beispiel, wenn ihr so ein Basisstil kauft, immer den hier oder den hier, bisschen optisch umgestaltet zu Ostern, vielleicht irgendwas, sowas, was Farbiges, was Grünes, na gut, gibt es das hier vielleicht, dann kostet das auch nur 40% weniger. Was heißt nur, dann kostet das 40% weniger, 40% Rabatt auf die ganzen Renovierungen, Basisstil und sowas, Basisgrafiken meinetwegen, Orbitalkanone, auch 40% Rabatt drauf, also Renovierung. Und diese ganzen Zusatzgegenstände kosten auch alle 40% weniger. Auf jeden Fall nice Aktion. Wir bleiben gleich mal auf der Website Maze Bank Foreclosure, weil hier gibt es nämlich noch ein paar Rabatte bei Clubhäusern. Wenn wir jetzt mal nach Clubhäusern filtern, dann werden wir sehen, dass Rockstar Games uns genau ein Clubhaus reduziert hat. Aber die Reduzierung ist echt krass, nämlich das hier. Clubhaus in Great Chaparral 101 Route 68, das kostet statt 200.000, 50.000. Das ist ein Rabatt von 75%. 75% Rabatt auf dieses Motorrad-Clubhaus. Also wer noch keins hat und wem auch die Lage hier egal ist, ja, ist halt ein bisschen außerhalb. Das ist jetzt nicht so geil. Ich hätte mir noch echt gewünscht, dass Rockstar Games hier noch ein paar reduziert hätte. Aber okay, was soll's. Für alle die, denen das egal ist, die können sich das hier gönnen. Ja, ansonsten würde ich euch halt empfehlen, ein Clubhaus zu kaufen, was ein bisschen zentraler gelegen ist. Oder zumindest, was besser zu der Lage von euren anderen Unternehmen passt. Also wenn ihr zum Beispiel hier irgendwo in der Umgebung die ganzen Unternehmen habt, wie Grasplantage, Koks und so weiter, dann ist es vielleicht auch ganz nice. Jedenfalls müsst ihr halt wissen, 75% Rabatt auf dieses eine Clubhaus hier. Wir kommen jetzt mal zum größten Rabatt von dieser Eventwoche, nämlich dem 89% Rabatt. Alter, wir zahlen 89% weniger auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und deswegen musste ich jetzt mal eben kurz in mein Motorrad-Clubhaus rein, sitze ich hin und an den PC hier gehen. Nämlich, wenn wir diese Woche... Übrigens geht die Eventwoche bis zum 24. April, danach soll wieder eine neue Eventwoche kommen. Wenn wir jetzt diese Eventwoche die eine Falschgelddruckerei kaufen, die ich übrigens schon habe, in der Grand Sonora Wüste, zahlen wir 89% weniger. Das ist richtig krass, ansonsten zahlen wir ja die Preise hier. Aber in dem Fall ist diese eine Falschgelddruckerei, wirklich nur diese eine, um 89% reduziert. Also wer noch keine hat, auf jeden Fall zuschlagen. Muss ja nicht mal unbedingt sein, um irgendwas zu produzieren, sondern einfach nur kaufen, Produktion anlaufen lassen und dann meinetwegen für den Nachtclub nehmen, dass da die Techniker Waren einlagern zum Beispiel. Ein Motorrad-Clubhaus lohnt sich übrigens nicht nur für die ganzen Biker-Unternehmen, sondern auch für ein ganz bestimmtes 250.000 GTA-Dollar Geldgeschenk, was wir dann von Rockstar Games bekommen werden. Nämlich am 25. April, also nächste Woche Donnerstag, da gibt es dann die neue Eventwoche, hat Rockstar Games schon gesagt. Und da gibt es ab dem 25. April, wenn man sich dann einloggt und ein Clubhaus besitzt, 250.000 GTA-Dollar von Rockstar Games geschenkt. Also ab dem 25. April einloggen, GTA Online, Clubhaus besitzen und 250.000 GTA-Dollar abstauben. Es gibt aber noch ein paar Rabatte und zu denen kommen wir jetzt mal. 40% Rabatte auf der Website Warstock Cash in Cary. Okay, alles was ihr sehen könnt, was hier so ein Rotstiftpreis angesetzt hat, das ist reduziert. Also Avenger zum Beispiel, 40% reduziert. Der Kauf an sich, habe ich ja schon gekauft, von daher wird es hier nicht angezeigt. Und dann noch 40% auf diese ganzen Renovierungen. Also wenn ihr das Teil so farblich umgestalten wollt, was leider nicht reduziert ist, sind zum Beispiel sowas wie Geschütztürme
oder Fahrzeugwerkstatt, da zahlt ihr immer noch den vollen Preis. Was auch noch reduziert ist, ist der Menacer. Ich weiß nicht, wofür man das Teil braucht, wenn es einen Insurgent Pickup Custom gibt. Ich finde den Preis hier immer noch zu hoch. 1.065.000 jetzt mit 40% Rabatt. Hier passen 5 Leute rein, in den Insurgent passen 9 Leute rein und der ist auch noch besser gepanzert als der Menacer. Also ich würde mir lieber den Insurgent Pickup Custom kaufen, obwohl der jetzt teurer ist als der Menacer. Anyways, weiter geht's. Was ist denn hier noch reduziert? Wir haben auf jeden Fall den Thruster oder das Thruster Jetpack reduziert um 40%, könnt ihr hier sehen, durchgestrichen. Ich meine, ich weiß nicht, wo man das für braucht, keine Ahnung. Irgendwie benutzt das keiner an GTA Online, von daher wird es wahrscheinlich Rockstar Games hier angeboten haben, 40% reduziert. Ich meine, damals war der Hype ziemlich groß, aber danach haben sich viele Leute gedacht, was soll ich denn eigentlich damit? Dann ist auch noch reduziert der Khanjali-Panzer, der beste Panzer in GTA Online, besser auf jeden Fall als der Rhino oder halt Rhino-Panzer. Und wer den noch nicht hat, jetzt gönnen, 40% reduziert. Denke ich mal, nice Aktion. Was haben wir noch? Zum Beispiel Chernobog. Chernobog ist so eine Sache, auch 40% Rabatt, by the way. Kann man nutzen, wenn man zum Beispiel im Verbund ist mit mehreren Spielern, sagen wir mal hier so ein Viererteam gegen ein anderes Viererteam, wenn ihr euch zum Beispiel irgendein Match erstellt habt, kann da einer sich reinsetzen und irgendwie verteidigen, aber allein eher nicht so. Auch noch 40% Rabatt gibt es auf das Oppressor Mark 1 Bike, keine Ahnung wofür man das braucht, wenn es das Oppressor Mark 2 Bike gibt, aber hey, für alle die es sich schon immer mal gönnen wollten und für die es immer schon zu teuer war, hier 40% reduziert. Back in der Basis, weil wir haben gleich noch ein paar neue Designs am Start. Aber davor noch ein paar Infos zu den Premium-Rennen. Es gibt ein paar neue Premium-Rennen. Einmal heute am 18. April das Premium-Rennen kriminell schnell für Supersportwagen festgelegt. Der erste kriegt 100.000, der zweite 30.000, der dritte 20.000. Also seinen Einsatz wieder zurück, weil man muss halt einen Einsatz von 20.000 GTA-Dollar machen. Das nächste Premium-Rennen wird sein vom 19. bis zum 22. April Route 68 für Muscle Cars. Und am 23. bis 24. April dann Vivang Park für Sportwagen. So, jetzt gucken wir kurz uns mal die Designs an, die Rockstar Games uns diese Woche spendiert hat. Nämlich, wir haben 2 Designs für den Khanjali-Panzer und für die Avenger bekommen. Die sind kostenlos. Das sind so Totenkopf-Designs. Müssen wir mal kurz einsteigen. Und dann Fahrzeugwerkstatt, dann auf Designs. Mal eben ganz unten haben wir hier einmal das Jagd-Tarn-Muster und dann hier die Totenschädel. Das ist das Design für diese Eventwoche. Wie gesagt, gibt es auch noch für den Khanjali-Panzer und könnt ihr dann auch noch einfärben. Bin mal eben kurz in den Doomsday-Heist-Vorbereitungsraum reingegangen in meiner Basis, weil jetzt kommen wir mal kurz zu den interessantesten Inhalten von dieser neuen Eventwoche in GTA Online, nämlich den Doppeldollar- und Doppelt-RP-Möglichkeiten. Wir haben Doppeldollar- und Doppelt-RP diese Woche auf das Akt-3-Finale vom Doomsday-Heist oder halt Weltuntergangsraubüberfall, wenn man es jetzt auf Deutsch mal sagt. Jedenfalls, wie gesagt, Akt-3-Finale, nur das Finale, nicht die Vorbereitungsmission auf das Akt-3-Finale vom Doomsday-Heist gibt es Doppeldollar- und Doppelt-RP, also da, wo ihr in den Mount Chile zum Beispiel rein müsst. Das war's aber noch nicht mit den Doppeldollar- und Doppelt-RP-Möglichkeiten. Es gibt auf jeden Fall noch mehr. Wenn wir zum Beispiel auf Jobs gehen, Jobs spielen, dann Rockstar erstellt und Missionen, sehen wir gleich, dass wir Doppeldollar- und Doppel-RP auf alle Kontaktmissionen haben. Welche sind cool? Zum Beispiel ein Klassiker halt, ein Job für einen Titan meinetwegen. Dann haben wir noch Radikalkur 1 bis 3, ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und Abreise, Doppelroto, also es sind so Missionen, die ich euch zum Beispiel empfehlen kann, um die allein zu machen meinetwegen oder mit Freunden. Wenn ihr die Solo machen wollt, auf jeden Fall aufpassen, dass die mindestens 1 bis 4 Spieler sind oder 1 bis 6 meinetwegen, weil da es halt die meiste Kohle drauf gibt. Ist zwar ein bisschen schwer, aber halt machbar. Und schaut, dass ihr über 10 Minuten kommt von der Zeit her oder mindestens 10 Minuten, weil da gibt es halt das meiste Geld drauf. Und für alle, die dies mit Kumpels machen wollen, da gibt es nochmal einen extra Bonus, wenn ihr die Mission als Gruppe abschließt. Was gibt es noch für coole Missionen? Zum Beispiel alles Müll oder gewaltsame Übernahme, Stoff und Frieden. Was haben wir noch? Los Santos Connection, richtiger Klassiker. 1 bis 6 Spieler. Ist solo ziemlich schwer, aber kann man definitiv solo schaffen. By the way, in den Kisten, die ihr da sehen könnt, da ist Geld drin. Die auf jeden Fall aufbrechen. Was haben wir noch? Eine Mission als Vorschlag, zum Beispiel noch Stress auf dem Dach. Richtig geiler Klassiker von Martin Madrazo, habe ich damals übelst gesuchtet. Doppeldollar und Doppelt-RP auf alle Kontaktmissionen halt. Das war es aber immer noch nicht mit den Doppeldollar und Doppelt-RP-Möglichkeiten. Diese Woche gibt es noch eine dritte Doppeldollar und Doppelt-RP-Möglichkeit. Diesmal auf 3 Gegner-Modi wieder. Wir haben einmal Hades Target 1 bis Hades Target 7 gibt es Doppeldollar und Doppelt-RP drauf. Worum geht es da an Hades Target? Ihr habt ein Team gegen ein Gegner-Team, also 2 Teams.
und in jedem Team ist jeweils ein Ziel, also ein Spieler steht als Ziel auf der Map, das müsst ihr killen oder halt beschützen und wer das Ziel killt, hat halt einen Punkt bzw. bekommt einen Punkt oder wenn ein Ziel das andere Ziel vom Gegnerteam killt, dann gibt es nochmal einen extra Bonus. Ein bisschen weiter runter gescrollt findet ihr auch gleich den nächsten Gegnermodus, wo es doppelt Dollar und doppelt RP drauf gibt, das ist hier nämlich der Gegnermodus Juggernaut. Was müsst ihr in Juggernaut tun? Ihr habt im Prinzip wieder zwei Teams und in jedem Team ist ein Juggernaut, also ein Typ mit so einem Juggernaut-Anzug und einer fetten Minigun und das erste Team, was den Juggernaut erledigt hat, vom Gegnerteam, das hat dann gewonnen. Ein bisschen weiter runter gescrollt unter Juggernaut und da findet ihr auch schon den nächsten und letzten Gegnermodus, wo es doppelt Dollar und doppelt RP drauf gibt, nämlich das ist hier Occupy 1 bis Occupy 7. Da seht ihr auch schon auf dem Thumbnail so einen kleinen Sören drauf auf so einem Oppressor Mark 1 Bike. Und in Occupy müsst ihr im Prinzip nichts weiter tun, als so bestimmte Zonen einzunehmen und Zonen zu verteidigen. Und je nachdem, wie viele Zonen ihr verteidigt habt, eingenommen habt, kriegt ihr dann eine bestimmte Punktzahl. Und das Team, was eine bestimmte Punktzahl zuerst bekommen hat, hat dann eben gewonnen. Ändert so ein bisschen an King of the Hill, würde ich sagen. Okay, und ganz am Schluss von der News hier kommen wir nochmal kurz zum GTA 6 Leak. Ihr habt es ja bestimmt vor ein paar Tagen gesehen auf YouTube. Ein Haufen YouTuber haben zum Thema GTA 6 über diesen Leak ein Video gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, das ist halt alles nicht bestätigt, alles nicht bestätigte Infos. Von daher lasse ich es mal lieber sein. Übrigens, den Leak gibt es schon seit Dezember, seit dem 3. Dezember 2018. Der ist jetzt irgendwie wieder neu aufgekommen. Keine Ahnung jetzt, warum genau. Jedenfalls, ich habe mir erstmal gedacht, lasse ich das mal sein. Aber dann fand ich halt ziemlich krass, vor zwei Tagen, am 16. April nämlich, hat der Mark Cerny, also der Lead Architect, dieser führende Architekt von der PS5-Entwicklung, hat offizielle Daten zur PS5 rausgegeben. Und da es offizielle Daten sind, dachte ich mal, vergleiche die einfach mal mit dem Leak. Weil der Leaker hat ja nämlich Ende Dezember 2018 schon gesagt, dass die PS5 solche und solche Daten haben werden soll. Angeblich, ja, und dann im selben Atemzug noch genannt, dass GTA 6 irgendwann Ende 2020 erscheinen soll. Dachte ich, okay, vergleiche ich einfach mal die offiziellen Daten mit den Leak-Daten. Mal gucken, ob die alle stimmen. Wir können ja mal kurz die Aussagen von dem Leaker mit den offiziellen PS5-Daten von Sony vergleichen. Mal sehen, was alles stimmt. Also, jedenfalls hat der Leaker Ende 2018 schon gesagt, im Dezember, dass angeblich im zweiten Quartal 2019 eine kleine Ankündigung zur PS5 von Sony kommen soll. Und das ist auch genau passiert. Jetzt am 16. April, wie gesagt, kam diese kleine Ankündigung mit den offiziellen Daten. Zweite Geschäftsquartal beginnt im April. PS5 soll abwärtskompatibel sein. Man soll PS4-Spiele auf der PS5 spielen können. Das auf jeden Fall war. Dann hat er noch gesagt, das waren ziemlich genaue Daten, von daher hat mich nämlich gewundert, die CPU soll eine 7-Nanometer CPU sein, Ryzen, 8-Kern-CPU mit 16 Threads und einem unbekannten Speed, also einer unbekannten Taktfrequenz. Mark Cerny hat genau dasselbe gesagt, es soll eine 8-Kern-CPU sein, Ryzen 7-Nanometer-CPU. Okay, auch wahr. Dann die Grafikeinheit von der PS5 soll eine 7-Nanometer-Navi-Architektur haben und mit 14 Teraflops laufen, was dann noch schneller sein sollte als die Stadia-Konsole oder Plattform von Google. Das stimmt auf jeden Fall auch, 7 Nanometer Navi-Architektur mit Raytracing-Support. Das hat alles der Leaker gesagt, das stimmte alles. Und dann auch noch hier die Festplatte, eine Art Flash-Speicher soll drin sein. Sony hat gesagt, die PS5 soll eine SSD verbaut haben. Das stimmt auf jeden Fall auch. Und 8K Upscaling hat der Leaker auch gesagt. 4K Support, auch vom Leaker bestätigt. Also diese ganzen PS5-Daten fand ich ziemlich krass. Hat der Leaker Ende 2018 schon im Dezember alles bestätigt gehabt. Beziehungsweise jetzt ist auf jeden Fall klar, dass der komplett recht hatte. Jo, und genau deswegen, weil der Leaker ja schon über 4 Monate vorher die ganzen PS5-Daten genau vorhergesagt hatte, habe ich mir so gedacht, wenn der damit recht hatte, könnte der ja auch mit seinem Punkt recht haben, dass GTA 6 angeblich Ende 2020, also im Winter 2020 erscheinen soll. Das ist hier seine Aussage, GTA 6 Holiday 2020 und es soll angeblich einen Monat exklusiv für die PS5 sein und für keine andere Konsole rauskommen. In diesem einen Monat, da soll Sony viel Geld gezahlt haben. Städte sollen angeblich sein, Miami und New York. Jo, jetzt habe ich aber keine Ahnung, ob das vielleicht einfach nur ein PR-Stunt ist von Sony, also vielleicht irgendeine PR-Aktion, dass Sony einfach diese Daten raushaut und diese GTA 6-News dann noch mit reinklatscht, um die Leute ein bisschen zu hypen. Also wie gesagt, kann komplett fake sein, kann aber auch sein, dass jetzt Ende 2020 schon GTA 6 rauskommt, beziehungsweise irgendein neuer GTA 6-Teil, der in Miami beziehungsweise New York spielen soll. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Comments schreiben. Was sagt ihr? Ist es Bullshit mit GTA 6?
oder ist es legit? Könnte das wirklich 2020 rauskommen? Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Ich finde ein Ende 2020 Release für GTA 6 ein bisschen kritisch, ein bisschen knapp. Einfach weil Rockstar Games einen Haufen Studios, fast alle Studios gebraucht hat, um Red Dead Redemption 2 zu entwickeln. Ich glaube, da war keine Zeit mehr im Hintergrund, um sich noch um ein neues GTA zu kümmern. Und weil ja, wenn ihr euch mal dran erinnert, für GTA 5 schon zwei Jahre vorher gab es schon den ersten Trailer und dann noch Screenshots und so weiter. Also es wurde schon ganz schön früh angekündigt. Also wird das halt jetzt echt knapp mit GTA 6, aber könnte vielleicht stimmen. Vielleicht kommt der GTA 6 Ende 2020 raus. Wie gesagt, haut mal eure Meinung in die Comments. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus.